unglaublich, wie die Zeit verfliegt, liebe Freunde. So schnell geht's und schon sind wir bei Motivation Teil 8. Ich schreibe jetzt nur noch Teil oben drüber. Das Wort Motivation habe ich jetzt oft genug geschrieben. Teil 8. So, das Teil 8. Was haben wir heute am Start, ihr Lieben? Ihr habt jetzt schon so viele Infos bekommen. Jetzt geht's so ein bisschen ins Detail. Und zwar zur Motivation ist ein ganz wichtiger Faktor das Thema Musik. Also viele Menschen reagieren auf Musik. Und da ist es echt eine geile Sache, wenn ihr euch für euer Training, ihr habt zum Beispiel dreimal oder viermal in der Woche Training, wenn ihr euch mehrere Playlists macht, sucht euch Motivationsmusik raus, sucht Musik raus, was zu euch passt, sucht euch Musik raus, was euch motiviert, was euch einen Booster gibt. Jeder Mensch reagiert ein bisschen anders auf andere Musik. Also ich bin da jemand, der gerne diesen alten Hardrock hat, alten Hardrock, ein bisschen Heavy Metal, aber so dieses AC/DC, Eye of the Tiger, Def Leppard, da gibt es ganz viele Sachen. Die ganz Jungen von euch, die kennen das meistens gar nicht mehr. Ihr habt vielleicht eine andere Art von Musik, aber da ist ganz gut, wenn ich mir eine Playlist mache. Eine Playlist von A bis Z, das heißt von Anfang vom Training bis zum Ende vom Training. Wenn ihr nach dem Ende vom Training Cooldown habt, dann baut auch Musik für einen Cooldown aus. Das bedeutet, Playlisten, am besten 3-4 Stück, dass ihr nicht jeden Tag das gleiche anhört. Das ist ein einmaliger Aufwand, aber das ist unglaublich, wie motiviert das sein kann. Stöpsel rein, fokussiert trainieren, fokussiert Musik hören. Das heißt, die Musik lenkt euch ab. Ihr seid nicht abgelenkt von anderen Dingen. Ihr hört auf die Musik, ihr lasst euch motivieren und dann könnt ihr ein gutes Training abliefern. Und ein gutes Training, ganz wichtig, dass natürlich unterm Strich natürlich auch funktioniert, weil ihr Leistung gebracht habt. Ergibt natürlich auch nach einer gewissen Zeit ein Resultat. Und wenn ihr ein Resultat habt, dann hat sich euer Zeitinvestment gelohnt. Und wenn sich euer Zeitinvestment gelohnt hat, dann seid ihr happy. Und wenn ihr happy seid, seid ihr motiviert. Und wenn ihr motiviert seid, dann trainiert ihr gern. Wenn ihr gern trainiert, seid ihr motiviert und ihr seid happy. Und so ist es immer ein Kreislauf, Freunde. So, jetzt noch was. Wenn es natürlich so ist, dass ihr euch damit überhaupt nicht auskennt, oh, ist doch gar nicht schwer. Facebook macht es möglich, Gruppen machen es möglich. Geht einfach auf Facebook, guckt mal nach Gruppen, nach Fitness Lifestyle, guckt, dass ihr da reinkommt, stellt mal eine Frage, wer von euch hat vielleicht schon eine Playlist oder geht zu Spotify, da gibt es auch Playlists oder den ganzen anderen Plattformen. Und da kann es sein, dass ihr ohne großen Aufwand genau eure Playlist findet, die euch motiviert. Deswegen, Freunde, Playlist, Musik. Musik ist was ganz Ursprüngliches, das berührt fast jeden. Das kann einen seelisch berühren, das kann einen motivieren, das kann einen runterbringen, das kann einen aktivieren. Musik ist ein Instrument, das ist unglaublich. Wenn ihr heute Werbung anschaut und eine Werbung, die funktioniert, ist zum richtigen Zeitpunkt die richtige Musik eingespielt. Und deswegen für euch Playlist, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Musik. Selbst wenn ihr schon zum Fitnessstudio fahrt und ihr setzt die richtige Playlist ein, dann kommt ihr im Fitnessstudio an und seid motiviert. Wenn ihr vorher müde wart, seid ihr auf einmal motiviert. Und wenn ihr motiviert seid, habt ihr Erfolg. Und wenn ihr Erfolg habt, seid ihr motiviert. Oh, ganz einfach, oder? Freunde, demnächst geht's weiter mit Teil 9 zum Thema Motivation. Bis dahin, alles Gute. Andreas Triembacher, Personal aus Karlsruhe.